Hallo und herzlich willkommen zur bereits dritten Folge unserer SEO-Häppchen. Ich bin Frank Sarotnik und als Business- und Technikmentor beschäftige ich mich mit der gesamten Technik, die man fürs Online-Business so braucht. Und ich bin Simone Sarotnik, ich bin Expertin für Suchmaschinenoptimierung. Unser heutiges Thema lautet Conversion oder Konversion. Und liebe Simone, da habe ich gleich meine allererste Frage. Was ist das überhaupt? Was ist diese Conversion? Genau, Conversion ist ja ein englisches Wort, also wir können das damit übersetzen, mit umwandeln und transformieren. Und im Online-Business sprechen wir natürlich auch regelmäßig von Conversion. Also wir wollen etwas transformieren, etwas umwandeln. Und was ist das? Das sind natürlich die Besucher unserer Webseiten. Denn es ist ja so, dass wenn jemand auf unsere Webseite kommt, ist es eben nur ein Besucher. Ein kalter Kontakt. Und wir wollen ja daraus einen Kunden machen, im besten Fall. Also wir möchten, dass dieser Besucher konvertiert in einen Kunden. Und deshalb sprechen wir von einer Conversion. Okay, das heißt also, die Conversion sorgt letztendlich dafür, dass dann irgendwann mal das Geld in der Kasse klingeln soll, im Idealfall, Richtig, ne? Ja, richtig. okay. Wenn ich das jetzt so höre, klingt das halt so, als wenn ich mich mit der Conversion, also ja auch letztendlich mit dem Ziel, Kunden in zahlende Kunden zu verwandeln, damit muss ich mich ja schon wirklich von Anfang an eigentlich beschäftigen, weil das ist ja Ziel des Business. Richtig. Und Richtig. aber warum ist das jetzt so wichtig, sich damit so intensiv auseinanderzusetzen, außer diesem einen Ziel? Naja, aber du hast es schon gesagt. Also wir machen ja so viel Aufwand für Online-Marketing. Also ich sehe das ja in der SEO-Arbeit und auch bei Google Ads, aber auch bei den ganzen Social-Media-Kampagnen, die wir so tagtäglich machen. Wir wollen ja immer die Besucher auf unsere Webseite holen. Und wenn diese Besucher dann sich nicht umwandeln, nicht konvertieren, sondern sich, sage ich mal, nur informieren und dann wieder weg sind, dann hat mein ganzer Aufwand nichts gebracht. Also das oberste Ziel sollte wirklich sein, diesen Besucher in einen Kunden zu konvertieren. Und deshalb ist es so wichtig, sich im Vorfeld bereits bei der Planung wirklich schon Gedanken zu machen, was biete ich denn dem Besucher überhaupt auf der Webseite an, damit er überhaupt die Möglichkeit hat zu konvertieren. Denn oft sehe ich in der Praxis, dass Webseiten, also die werden gestaltet, die werden geschrieben, die haben super SEO-Texte, die ziehen auch die Besucher an. Und dann frage ich immer die Kunden, was passiert am Ende der Seite? Was passiert, wenn der Besucher sich das jetzt durchgelesen hat? Und aus der Psychologie wissen wir, dass Menschen explizit zu etwas aufgefordert werden sollten. Also um etwas zu tun, dann sprich mit ihnen. Dann hinterlege da eben ein Conversion-Element, eben einen sogenannten Call-to-Action-Button, eine Handlungsaufforderung, damit der Besucher weiß, was er tun soll, nachdem er sich deinen Text durchgelesen hat. Und ja, also diese Planung geschieht eben schon im Vorfeld, wenn man die Webseite plant. Und Frank, du bist ja bei uns mit der Umsetzung der ganzen Sache immer technisch beauftragt. Vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Einblick darüber geben, welche Elemente so zum Einsatz kommen können und wie man das technisch umsetzen kann. Ja. Das ist genau der Punkt. Also es ist ja nicht nur, dass man sagt, das, was passieren muss, sondern man muss es eben auch technisch umsetzen. Und da gibt es für diese Conversion natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also ich fange mal mit den ganz einfachen an, die jeder kennt. Das ist eben die Angabe einer Telefonnummer. Das ist zwar simpel, aber es ist wichtig. Oder aber eben auch ein Kontaktformular. Ja, was man dann ausfüllen kann oder der Nutzer ausfüllen kann und sich weitere Informationen holen kann. Das sind so die ja, gängigen beiden Sachen, die die meisten eben auch kennen. Aber was viele nicht wissen ist,
dass man die Angabe einer Telefonnummer auch so verknüpfen kann, dass jemand gleich anrufen kann. Also er drückt auf den Button und der Anruf geht dann auch direkt raus. Das ist ein bisschen zielgruppenabhängig. Wir haben ja jetzt eine Webseite für eine Apotheke gemacht und da war die klare Vorgabe, die Leute wollen anrufen, weil sie ihr Medikament brauchen. Die wollen nicht lange Kontaktformular haben, die wollen anrufen. Also Button integriert, draufdrücken, anrufen. Das ist halt super wichtig gewesen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Natürlich ganz der Klassiker, die Newsletter-Anbildung, also Newsletter-Anmeldung. Auch das wird ja technisch gesehen über ein Formular gemacht und dann ein E-Mail-Marketing hinten sozusagen mit drangehangen. Das ist technisch auch immer mit ein bisschen Verknüpfung verbunden bei WordPress. Wir haben das ja so gelöst, dass wir das intern, das ganze Hosting dort haben. Eine weitere Möglichkeit natürlich für Online-Shops ganz, ganz wichtig ist der Kaufen-Button und der Warenkorb-Button. Das muss natürlich super präsent sein und auch in der richtigen Farbe und auch auffindbar. Das ist mega wichtig für Shops. Und vielleicht noch eine Möglichkeit der Conversion, die auch sozusagen so ein bisschen den spielerischen Effekt hat. Das sind kleine Quiz, also ein kleines Quiz auf der Seite, wo ein Nutzer vielleicht einfach mal so sein Wissen checken kann und dann sagt, hey, das ist cool, das wusste ich, ich melde mich oder ich kriege das Ergebnis per E-Mail dann geschickt. Und da hat man eben noch so ein bisschen den spielerischen Effekt dabei. Also es gibt da wirklich eine Menge, Menge Möglichkeiten, die man auf der Seite einbauen kann. Und weil du gefragt hast, wie das technisch geht, wir arbeiten ja mit Thrive. Da ist das alles zum Beispiel bereits perfekt integriert und ich brauche auch keine weiteren Plugins und keine weiteren zusätzlichen Thematiken dort großartig mit rein implementieren. Ja, und das ist eben auch sehr wichtig, dass das Ganze einfach ist. Genau. Deshalb ist es so wichtig, sich halt wirklich im Vorfeld Gedanken zu machen, welche Elemente will ich auf der Webseite einbinden und gibt das mein Content-Management-System überhaupt her? Ne? Genau. Also die Planung ist halt wichtig. So, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Es sollen ja nur Häppchen sein und wir wären nicht wir, wenn wir jetzt nicht auch eine Handlungsaufforderung geben würden. Denn bisher haben wir hier Zuschauer. Wir kennen euch noch nicht oder es sei denn, wir kennen euch vielleicht schon, aber wir geben euch die Möglichkeit, bei der SEO-Häppchen-Sprechstunde dabei zu sein. Die ist am nächsten Montag um 11 Uhr und da können wir uns dann persönlich kennenlernen. Und somit habt ihr auch die Möglichkeit, von einem Zuschauer zu einem Bekannten von uns und Interessenten zu konvertieren. Und da würden wir uns natürlich sehr, sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und sage Tschüss. Ich wünsche auch ein wunderbares Wochenende und verabschiede mich für heute und sage Tschüss und auf Wiedersehen.